Hallo, guten Abend. Also, wir machen heute ein kleines Video bzw. einen kleinen Stream zum Thema Präpositionen. Das ist immer, glaube ich, ein ganz gutes Thema zum Wiederholen. Hallo, Songül, guten Abend. Hallo, wie geht's? So, also unser Thema ist heute Wechselpräpositionen, so wie wir das ganz oft machen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Thema, weil viele von uns das nicht so ganz drauf haben. Hallo, Samir, hallo, Asal, hallo, Annik, hallo, Salwa, hallo, Servus, hallo, guten Abend. Hallo Zainab Bibi, hallo, hallo, hallo Sivaldi, hallo, hallo Margojata, hey you, servus, guten Abend, Hani, hallo, servus, hallo Nadim, hallo Rebar, hallo Halime, hallo, servus, guten Abend. So, also, dann geht's weiter hier. Avin, Mahdi, hallo, servus, hi. Dann geht's weiter. Luam, hallo, guten Abend. Ehsan, hallo, guten Abend. Anna, hallo, wie geht's? Genau, dann danke, mir geht's gut und Ihnen? Ja, alles super, alles perfekt. Es ist Montag, aber es geht gut. Dann geht's weiter. Savin, hallo, guten Tag, hallo, Servus, hallo Violetta, hallo, hallo Arthur, guten Abend. Marietta, hallo, Merita, hallo, guten Abend. IT-Informatiker, hallo, Servus, wie geht's? Alles gut, hallo Tarek. Dann Sivelli, hallo, guten Abend. Dann Marcel ist da, Daniela ist da, Gibrom ist da, hallo Gibrom, Kahan, Servus, wie geht's? Und Didi ist auch da. Hallo. Dann Lina. Hallo. Guten Abend. Good evening. Servus. Wie geht's? Dann IT-Informatiker. Was ist das da? Herr Alex. Sieht hell aus. Ja, das ist die Lampe. Das ist meine super, super Lampe. Guck mal. Oh, mein Gott. Super Lampe. Aha. Man investiert. Damit es immer heller aussieht. Dann geht's weiter. Dann Salia, hallo, Servus, genau, hallo, Servus, hallo Nimka, Songül und so weiter und so fort. Dann, ja, genau, das da. Arthur, hallo, guten Abend, wie geht's? Kekel, hallo, Servus, guten Abend. Und IT-Informatiker, ja, genau, sehr schön, ja. Made in China. Natürlich, woher sonst? Dann Gibrom, hallo. Oh, danke schön, danke Gibrom, danke sehr. So, Leute, also jetzt geht's los. Also wir üben heute die Wechselpräpositionen. Hallo Eliud, wie geht's? Und Siban, hallo, genau, wie viel kostet sie? Pff, ich habe die in China gekauft, glaube ich, 2 Euro, 3 Euro, keine Ahnung, echt super, super billig. Dann geht's weiter. Dann Sahardit, servus, hallo. Und Roda ist auch da, guten Abend, hallo. So, also. Dann Kahan, Servus, Dankeschön. Also, jetzt geht's weiter. So, wir starten. Also, in der, in die. Aha, wow, eine schöne Lampe. Ja, die ist voll praktisch und die kannst du auch so hochziehen. Also, dieses Ding ist ziemlich cool, weil die eigentlich relativ klein ist, aber du kannst sie auch ausfahren. Dann ist es wie so eine richtige Nachttischlampe. Aha, ja, genau, richtig. Halime. Schönen guten Tag. Was? Es schneit viel? Nein, echt? Bei euch schneit es noch. Bei uns ist es ganz warm geworden. Dann ich gehe nach Hause. Dann Lynn, hallo, guten Abend, Servus. Richtig, also jetzt fangen wir an. Also zum Beispiel so Dinge wie, ich gehe nach Hause, ich bin im Haus, ich gehe ins Haus, ich komme aus dem Haus, ich bin also auf der Hand, auf die Hand, unter der Hand, unter die Hand, okay? Vor wohin und vor dem, also wo ist es? Ha? Also das ist unser Thema heute. Genau, ich bin in der Küche. Aha, perfekt. Dann ich gehe ans Fenster, ich stehe am Fenster, ich komme vom Fenster. Genau, super, genau. Und Sabine ist wieder weg. So, dann geht es gleich los. Also übrigens, wenn heute der Chat wieder abreißt, wir machen einfach einen zweiten. Hallo Rana, hallo Arthur. Dann ich wohne in der Nähe meiner Nachbarin. Aha, also. Genau, das ist gut. In der Nähe wohnt meine Nachbarin. Wohnt meine Nachbarin. Genau. Oder ich wohne in der Nähe. Dann ich gehe zu Fuß in die Stadt. In die Stadt, Sabin. Wohin gehst du? In die Stadt. Oder ich gehe in der Stadt spazieren. Dann Gibram, als ich nach Hause gekommen bin, war ich im Büro. Aha. Okay. Genau. Oder ich bin vom Büro nach Hause gekommen. Kannst auch sagen. Jelitza, guten Abend. Hallo. Genau. Was? Mein Internet ist so schlecht geworden. Ja, bei mir auch, aber ich glaube, es wird schon wieder besser. Hallo, Valia, Servus, wie geht's? Dann Avin, hallo. Und Narim, hallo, guten Abend. Ich gehe nach Hause. Dann Violetta, ich gehe morgen früh zur Arbeit. Zur Arbeit, das ist die Arbeit. Dann Sibeli, ich bin auf dem Bett, genau. Dann schöne Lampe steht vor Herrn
Ah, genau. Eine schöne Lampe. Eine schöne Lampe oder die schöne Lampe, kannst du auch sagen. Ja, danke, dann Didi. Ich fahre in die Stadt, genau. Dann ich gehe zu meiner Tante. Ich gehe zu oder ich bin bei Sabin. Ja? Hallo Ismail, Servus. Ich war in der Stadt. Dann Daniela, super Thema. Die Jacke hat die Hauptrolle, genau, richtig. Welche Jacke? Ja, die Lampe hat die Hauptrolle heute. Dann bei mir unter. In der unteren Etage lebt eine alte Dame. Bei mir in der unteren Etage. Bei mir in der unteren Etage. Dann Narim, hallo. Dann Annick schreibt hier, ich habe heute früh ins Bett, ich bin heute früh ins Bett gegangen. Aha, dann Zeynep ist wieder da, weg. Dann hier, er kommt in 2 Stunden zurück. Dann Wessner, ich bin auf dem Tisch. Genau, was? Ich sitze am Tisch. Nein, ich bin nicht auf dem Tisch, Wessner. Ich sitze am Tisch. Dann Anna, ich gehe zu Meister. Zum Meister vielleicht oder so etwas, sonst klingt das ein bisschen komisch. Dann jeden Tag gehe ich einkaufen oder zum Einkaufen. Genau. Dann Susanne schreibt hier, ich gehe morgen zum Deutschkurs. Cool. Dann Latifa, guten Abend. Hallo, Servus, hallo Latifa. Dann Jelitza, ich arbeite von zu Hause, aha, oder von zu Hause aus. Dann ich parke mein Auto, ich parke das Auto vor meiner Wohnung. Genau, perfekt. Hallo Muffet, Servus. Und Woba ist auch da. Hallo Woba. Abend, Servus. Und Anna schreibt hier, ich gehe zu meiner Tochter, zu meiner Tochter. Dann Marcel, ich hoffe, dass das Internet heute Abend funktioniert. Ich habe einen neuen Router bestellt und das ist wirklich definitiv die Telekom, die das Chaos hier produziert. Aber wir haben ungefähr 10 Updates schon gemacht und jetzt kommt hoffentlich bald der neue Router und dann müsste alles funktionieren. Also ich hoffe, dann geht alles so ab übermorgen, übermorgen wieder ganz normal. Also wenn es abbricht, machen wir einen neuen Chat. Dann das nächste. Bei mir in der unteren Etage lebt eine ältere Dame, genau. Aber du sagst so, in der unteren Etage. Etage. So. Dann, hallo Amina. Und was ist das? Kalmat. Hallo, Servus. Dann geht's weiter. Behan schreibt hier, ich schenke meiner Mutter zu Weihnachten eine Blume. Zu Weihnachten eine Blume. Das Fest, warum nicht? Das ist, nee, das Weihnachtsfest, aber du sagst, zu Weihnachten, das ist Plural, Behan, das ist Plural, Plural. Aha. Die Weihnachten, okay? Ja, wir sagen immer Weihnachten ohne Artikel, aber das ist eigentlich Plural. Aha. Dann, was ist das da? Hier. Er fährt im Schnee, er spielt im Meer, genau richtig. Aha. Er fährt im Schnee, er spielt im Meer, genau richtig. Dann kommt der nächste, Exan schreibt hier, ich gehe in den Winterurlaub oder ich fahre in den Winterurlaub. Hallo Rama. Dann Salea schreibt hier, ich bringe meine Tochter in die Schule, in die Schule, Salea, in die Schule. Dann Woba, wie sagt man internationale Beziehungen oder nein, Beziehungen, Woba, Beziehungen, nicht Verhältnisse. Das sind schlechte Verhältnisse hier, aber internationale Beziehungen. Richtig, also International Relation, oder? Dann geht's weiter. Muffet schreibt hier, ich sitze am Fenster und schaue aus dem Fenster. Aha, dann Wada, hallo, Servus. Und IT-Informatiker, ich schlage auf die Stirn. Aha, oder ich schlage mir auf die Stirn. Nicht zu oft, dann hast du keine Haare mehr. Dann das nächste. Ich, dann Senna. Ich stehe vor dem Restaurant. Ich stehe, Senna. Ich stehe, ich stehe. Achtung, richtige Endung machen. Ich stehe. Aha, ich stehe. Aha. Ich stehe. Dann geht es weiter hier, Rana. Ich möchte meine Schwester zum Essen einladen. Aha. Dann ich bleibe heute zu Hause. Genau. Dann Woba. Es gibt noch einen Unterschied. Ja, genau. Dann ich hole meinen Bruder am Flughafen ab. Genau, richtig. Dann ich fahre zur Arbeit mit dem. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Tekamolo, mit dem Auto zur Arbeit. Hallo Thomas. Dann ich gehe ins Kino. Songül, ich gehe, da war wohl ein N zu viel. Dann nächste. Mein Handy liegt auf dem Tisch, Avin, liegt auf dem Tisch. Dann ich war bei meinen Eltern. Damals vermisse ich. Ah, ich war damals bei meinen Eltern. Das vermisse ich. Oder ich vermisse das. Ich vermisse das. Hallo Kekel. Dann ich gehe in die Küche. Auf Wärme und wärme das Essen für meinen Mann auf. Ah,
und wärme das Essen für meinen Mann auf. Und wärme das Essen für meinen Mann auf. Hallo Monir, guten Abend. Dann, wie du weißt, ich fahre nach Berlin und suche meine Freundin. Aha. B, suche meine Freundin, oder? Dann Susanne schreibt hier, hallo, vom was? Dann hier, das nächste, what up? Hier, ich achte auf mein Aussehen. Genau, sehr gut. Dann, wenn ich einen Termin habe, dann ich komme von der Arbeit. Aha. Und Jamila, Jamil schreibt hier, ich fahre mit dem Zug, großes Z, Jamil. Dann geht's weiter, Anik. Schreibt hier, ich muss nach Hause gehen, großes H, weil meine Mutter, großes M, mich angerufen hat. Genau, dann Avin, ich gehe morgen zum Arzt. Ja, genau. Dann Martha, hallo, guten Abend. Und Sema, guten Abend, hallo, servus. Dann das Nächste und die ganze Welt. Super, danke schön, danke schön. Hier, genau, ich war die ganze Woche zu Hause. Dann Boba, was bedeutet kündigen? Ah, okay. Wie ist die Reaktion? Beides. Ich kündige dir und ich kündige beides, wo wir also mit Dativ normalerweise, aber das kommt darauf an. Das geht in beide Richtungen. Entweder der Chef kündigt dir oder du kündigst dem Angestellten. Dativ. Dann Leon ist da. Hallo, servus und Susanne. Genau. Ich gehe ins Bett. Aha, super. Dann Rana schreibt hier. Er hält in der Hand ein schönes Buch oder er hält ein schönes Buch in der Hand, so rum. Dann, ich habe die Flasche auf den Tisch gestellt, nicht gelegt, gestellt. Aha. Lungile, hallo, servus. Dann, ja, ich komme zu Hause von zur Arbeit. Nee, ich komme von zu Hause zur Arbeit, danach zur Ärztin, dann wieder nach Hause. Genau, richtig. Aha. Oder du kannst auch sagen, mit fahre, das ist vielleicht besser. Aha. Dann ich kündige, nein, wobei ich kündige, Punkt, nichts, intransitiv, aber ich kündige dir, aha, ich kündige dir, dann gehst du weg, okay? Dann bin ich das sozusagen der Chef, dann kündige ich dir, oder ich kündige. Dann geht's weiter, IT-Informatiker schreibt hier, sie sind mit den Fahrrädern nach Osnabrück gefahren, aha, oder zu mir gereist, zu mir gereist, zu mir gereist, aha. Dann ich möchte nach Thailand fliegen, ja, ich auch. Dann das Nächste, aber dieses Jahr keine gute Idee. Dann, hallo, guten Abend, hallo, Janis. Dann geht's weiter, Salea schreibt hier, mein Mann sitzt auf dem Sofa und schaut seine Hausaufgaben an. Ja, sitzt auf dem Sofa, auf dem Sofa. Hallo, Richard, auf dem Sofa, auf dem Sofa, ja, auf dem Sofa. Okay, so. Ja, jetzt habe ich ein paar nicht gelesen. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Avin schreibt hier, morgen treffe ich mich mit meinem Freund. Treffe ich mich dann Kibrom. Ich war bei meinen Eltern. Das vermisse ich. Also Kibrom sagt so, ich war bei meinen Eltern. Oder dass ich bei meinen Eltern war, vermisse ich jetzt. Aha. Oder ich war damals bei meinen Eltern. Diese Zeit vermisse ich heute. Diese Zeit vermisse ich heute. Das vermisse ich heute. Gibt es viele Möglichkeiten, das auszudrücken. Okay, dann Woba, ja klar. Okay, perfekt. Dann Zainab schreibt hier, ich bin zu meiner Freundin nach Hause gegangen. Aha. Dann, was ist das da? Dann kommt der Nächste hier, IT-Informatiker. Ich suche weit und breit nach meiner Freundin. Aha. Oder nach einer Freundin. Aha. Dann Rula, hallo, servus, wie geht's? Und Martha, ich liege auf dem Bett. Aha, ich liege auf dem Bett. Dann Ali schreibt hier, ich sitze auf dem Stuhl. Aha. Dann Wessner, ich werde die Wohnung in Berlin kündigen. Aha. Dann kommt als Nächstes Boba. Der Chef kündigt mir, genau. Und Amina schreibt hier, Wessner, ich freue mich über deine Idee. Genau, dann ich zufrieden nicht mit Online-Unterricht, weil meine Lehrerin keine Verbindung... Ah, okay. Ich bin nicht mit dem Online-Unterricht zufrieden, weil meine Lehrerin keine gute Verbindung hat. Ja, wenn das bei uns auch wieder passiert, wir machen einen neuen Chat. Okay, Amina, das passiert hier auch manchmal. Aber das ist nicht die Lehrerin, das ist die Telekom. Dann geht's weiter. Songül, ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Dann sehen wir. Ich hatte heute viel Stress, weil meine Tochter krank war. Mhm. Dann, was ist denn das da? 700.000 Freundinnen, ja, genau. Dann das Nächste. Ja.
Dann der Vogel sitzt auf dem Dach. Ja, Seran, hallo, servus. Und Wada schreibt hier, ich habe mich daran gewöhnt, zu Hause zu bleiben. Ja, und Lungile, ich fahre nach London. Okay, super. Dann kommt als nächstes hier, machen wir mal da weiter. Salia, ich fahre mit dem Auto zum Einkaufen. Dann das nächste. Auf der Kommode steht eine kleine Lampe und ein Telefon. Genau, und Narim schreibt hier, bitte ein Like machen. Ja, könnt ihr mal ein Like machen, das wäre super. Mhm. Dann die Pflanze steht hinter Herrn Alex. Aha. Herrn, also du musst so schreiben. Herrn, wenn es einer ist, IT-Informatiker, dann schreibst du nur N. Wenn es zwei oder drei sind, dann machst du EN. Okay, Plural mit EN. Aha. Der Lehrer ist dunkel geworden. Was? Der Lehrer ist dunkel geworden? Nee, jetzt kannst du wieder ein bisschen heller machen. Besser? Dann LD, hallo, guten Abend. Ich bin heute mit meiner Familie beschäftigt. Ich versuche, mich vom Telefon oder Internet fernzuhalten, aber ich kann ein Like geben. Oh, super. Dankeschön. Danke, LD. Also, viel Spaß mit der Familie. Dann Rula. Ich fahre nach Bremen. Genau. Dann kommt das nächste. Ich trinke Tee aus einer roten Tasse. Aus einer roten Tasse. Dann Muffet. Ich fördere dich auf, zu mir zu kommen. Perfekt, Muffet. Super, super. Ja? Dann Karl Matsch schreibt hier. Oh, das war zu schnell. Ich glaube, du musst nochmal schreiben. Dann hier, was ist das da? Ich trinke den Tee und ich sehe das Video. Genau. Dann kommt Mariam. Hallo, servus, Mariam. Dann Seiran schreibt hier. Mein Lehrer, ich gehe morgen zur Schule. Wow, das ist super. Hallo, Megos, wie geht's? Dann, wo unsere Familie leben, gibt es Liebe. Ah, genau, wo unsere Familie liebt, ist Liebe. Ah, hallo, KF. Ich lerne mit meinem Bruder, weil er nicht gut Deutsch spricht, KF. Ah, dann geht's weiter hier. Oh Gott, das war zu schnell. So, jetzt müssen wir da unten mal weiterlesen. Dann geht's weiter. Amina schreibt hier, ich hoffe, dass die Schule öffnet. Also nächste Woche öffnet die Schule bei uns zum Beispiel. Dann Hani schreibt hier, bitte, liebe Leute, drückt den Like-Button. Ja, könnt ihr mal bitte ein Like machen, das wäre super. Dann Rama schreibt hier, ich mache einen Online-Kurs mit meinem Laptop. Super. Dann das nächste, Lungile schreibt hier, ich besuche morgen meine Freunde. Aha, genau, richtig. Oder meine neue Freundin Songül. Aha. Dann das nächste, Munir schreibt hier, die im Schaufenster steht, gefällt mir sehr. Also gehe ich jetzt in das Geschäft. Da gehe ich morgen hin und kaufe sie sofort. Hast du es verstanden? Also, und warum die Kanne? Also die Kanne ist wie eine Teekanne, oder? Die Kanne. Mhm. Hallo Elias, servus, guten Abend. Dann Wessner. Was ist das da? Seine Firma hat mein Arbeitsverhältnis gekündigt. Aha. Dann das nächste, Martha. Meine Kinder abholen. Ah, genau. Ich gehe meine Kinder abholen. Dann Marcel. Ich suche eine neue Wohnung. Aha. Und Safa. Ich mache immer ein Like. Top. Super. Dankeschön. Und KF. Ich fliege nach Pakistan, weil ich meine Familie vermisse. Meine Familie vermisse. Aha. Genau. Dann Kickel. Ich suche meinen Kopfhörer. Bevor mein Mann von der Arbeit kommt. Ha? Dann Kalmat, Sie sind ein sehr netter Lehrer. Dankeschön. Ha? Woher kommst du eigentlich? Aus welchem Land? Dann geht's weiter. Davut schreibt hier, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung. Genau. Und Songül, ich fahre an den Strand. Aha. Und Jardit schreibt hier, ich habe schon gestern meine Freunde besucht. Aha. Genau. Was ist denn das da? Hallo. Hallo, Melissa. Servus. Dann geht es mal gleich weiter. Lange nicht da gewesen, gell? Dann Rula, ich bin glücklich, weil ich die deutsche Sprache lerne. Aha. Dann Munir, Entschuldigung, mein Satz war ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen komisch, aber ich habe verstanden. Aber du gehst in den Laden und du kaufst die Kanne, oder? Der Satz war schon okay, aber ein bisschen so strange, okay? Also der war schon okay, aber ein bisschen so seltsam. Dann die Mutter setzt das Baby auf den Schoß oder in ihren Schoß. Setzt das Baby in ihren Schoß. Das Baby sitzt in ihrem Schoß. Dativ. Wo? Dativ. Wohin? Akkusativ. Okay. Dann kommt Rana. Über dem Bett hängt ein schönes Bild.
mit mehreren Farben. Genau, super. Oder das mehrere Farben hat. Dan Songül, ich bin am Flughafen. Genau, und Ismail, könnten Sie mir diesen Satz helfen? Wir haben gewusst, dass ich gewesen bin, dass ich telefoniert habe. Ah, was? Das ist ein bisschen komisch. Wir wussten, dass ich es gewesen bin, oder Sie wussten, dass ich es gewesen bin. Das klingt ein bisschen strange, okay? Ismail, dieser Satz ist bizarr. Was heißt das auf Französisch? Dann im Sommer fahren wir oft ans Meer, genau, dann kommt da gut. Ich war vor einem Jahr im Urlaub, genau, dann ich lerne Deutsch, ja, das ist super, Ilias, dann einfach mitmachen. Dann, hallo Gökçe, wie geht's? Freveni, buonasera, servus und Shahin schreibt hier, meine Katze ist auf dem Sofa eingeschlafen. Dann kommt der nächste hier, Kiprom, das Internet fängt an schlecht zu werden. Was, jetzt ist das Internet schlecht, oder? Wirklich? Also bei mir ist jetzt theoretisch alles okay. Also voll und alles ist okay bei mir. Aber ich hoffe nicht bei dir. Dann Megos, Ihre Unterstützung motiviert mich. Motiviert mich, Megos. Motiviert mich. Also Ihre Unterstützung motiviert mich. Dann das Internet. Dann IT-Informatiker. Ich fahre nach Syrien. Ich nehme den Zug in den Irak. Danach fliege ich nach Spanien. Schließlich fahre ich wieder nach Deutschland, dann von Deutschland in die Türkei und ich bin in der Türkei. Sehr lange. So, also das nächste. Sie haben auch eine schlechte Verbindung, gleich wie meine Lehrerin. Ja, das ist die Telekom, weil die Telekom hat irgend so ein blödes Update letzte Woche gemacht. Dann, aber jetzt seht ihr mich gut, oder? Also bei mir ist es auch, war es auch schlecht. Dann, aber jetzt ist es gut, oder? Dann Marie schreibt hier, mein Mann verbringt viel Zeit in der Garage, weil er viel bastelt, oder weil er basteln mag. Dann wo war? Wieder spielt das Internet mit uns. Oh, aber bei mir ist alles okay, aber bei euch? Dann der Fluss fließt ins Meer. Dann kommt Gökçe. Mir geht's gut und selber? Ja, alles perfekt, Gökçe. Selber? Dann ist super. Dann Kekel. Ja, was? Dann Salea schreibt hier, ich bin beschäftigt mit dem Lesen, weil ich genug Zeit habe. Aha. Dann das nächste. Hallo, was bedeutet ursprünglich? Original. Wie original. Kennst du das, Lina? Original. Dann KF. Sie sind sehr nett, weil Sie uns helfen. Danke sehr, kein Problem. Dann Gesundheit. Aha. Nicht krank, das ist einfach nur zu viel Blabla. Dann Kibram, im Moment ist mein Internet schlecht geworden. Aha. Dann hallo Nurjan, servus, guten Abend, wie geht's? Und Kikil, das Internet ist wieder verrückt, okay? Ja, das Internet ist echt eine Katastrophe im Moment. Keine Ahnung, was los ist. Dann ich komme von zu Hause. Dann Martha, meine Kinder schlafen auf dem Sofa. Aha. Bei mir auch. Also bei mir ist heute okay, aber vielleicht später nicht. Wenn es komplett kaputt geht, wir machen einen neuen Chat. Dann jetzt geht es gut. Aha, dann ist gut. Dann was bedeutet allerdings? Es ist so ein bisschen wie aber. Dann bei mir ist das Internet auch gut. Okay, dann ist perfekt, Senap. Dann ist gut. Dann was bedeutet häufig? Häufig ist wie oft. Frequently, Lina. Dann Avin, ich bin zu Hause. Dann Milli, hallo, servus. Die Pflanze steht vor der Tür. Nee, hinter mir. Neben der Tür. So sieht's aus. Dann das nächste hier. Saido, hallo. Er wurde mit dem Krankenwagen zum Krankenhaus gebracht oder vom Krankenwagen in den Krankenwagen. Ja, zum Krankenhaus oder ins Krankenhaus, okay? Dann das nächste. Agnes schreibt hier, hallo, servus, dann Dankeschön und selber. Ja, alles super. Perfekt, Nurcan, alles gut. Dann ich liege auf dem Bett. Aha, dann kommt Komel, hallo. Ich schenke ihr einen Blumenstrauß. Aha. Dann kommt der nächste hier. Rama schreibt hier, ich liege auf dem Bett. Okay, hatten wir gerade. Dann, ich komme von Sarah, von der Ärztin, vom Arzt, aus dem Krankenhaus und vom Meer. Artikel nicht vergessen. Dann, was genau bedeutet abzweigen? Also, normalerweise ist es so und abzweigen, aber du kannst das so ein bisschen wie stehlen oder so etwas, ist es auch manchmal, Saido. Das kommt auf den Satz drauf an. Entweder stehlen oder in eine andere Richtung fahren. Dann das Internet wurde lahmgelegt, ja, weil zu viele Leute online sind. Hallo Ali, dann geht's weiter.
Hier letztes Jahr bin ich mit meiner Familie an einen See gefahren oder zu einem See. Also entweder sagst du an einen See oder zu einem See. Hallo Bartek und Tina, hallo, ich bin von der Arbeit gekommen. Aha, perfekt. Dann ich sitze am Schreibtisch, genau, am Schreibtisch. Dann kommt hier Amina, jetzt gut, ja, dann ist super. Aha. Angabe ist wie Information, dann Eritrean Food, hallo, servus, guten Abend und Gökçe. Ich denke gern an meinen Urlaub in der Türkei, genau, super. Aha. Perfekt, dann kommt das nächste Smarter, hast du Kinder, okay. Dann kommt, excusez-moi. Ah, wie wusstest du, dass ich es gewesen bin? Also, wie hast du gewusst? Ist mal so. Wie hast du gewusst, dass ich es gewesen bin? Ist mal so. Oder wie wusstest du, dass ich es war? So kannst du es auch sagen. Dann Davut, hallo und Bruno, servus, ich liebe deine Lektion, ja, das ist super, danke Bruno. Dann geht's weiter, Nurjan, Martha, privat, genau, richtig, privat, so sieht's aus. Ja, vielleicht 50, aber wer weiß. Dann kommt der nächste, Akkusativ ersetzt sich an den Schreibtisch, genau, dann kommt das nächste, er bekommt die Situation in den Griff. Dann, was bedeutet genau abzweigen? Saido, entweder stehlen oder so zur Seite fahren, nach links fahren, nach rechts fahren. Also eine Straße zweigt ab. Aha. Oder stehlen kann es auch manchmal heißen. Es kommt auf den Satz drauf an. Dann Abraham schreibt hier, ich bin zu Hause und ich sehe fern, ohne eine. Aha. Dann Hafti schreibt hier, was bedeutet Angelegenheit? Wie Thema, Hafti? Dann das nächste. Was ist das da? Er setzt sich an den Schreibtisch. Er sitzt am Schreibtisch. Perfekt. Und Jamil, ich komme aus der Arbeit oder von der Arbeit privat. Alles ist immer privat. Dann Olga, hallo, guten Abend. Guten Abend, ein Tee. Aha. Dann mein Lehrer hat 100 Kinder. 100, ja, wenn du wüsstest. 100. Aha. So, dann weiter. Dunja, hallo. Und was bedeutet gefördert? Das ist wie unterstützt, supported, okay? Dann Semi schreibt hier, hallo, ich gehe nach oben, er stellt das Rad vor die Tür, wir fahren an den See, danach gehen wir ans Meer, er fährt an die Küste, genau, er arbeitet ohne M, ich arbeite am Flughafen, perfekt, aber bei. Dann Mariam, hallo, guten Abend. Und dann neben dem Bett befindet sich eine Kommode mit einer Schublade. Perfekt. Dann die Situation wurde in den Griff gebracht. Die Situation wurde in den Griff gebracht. Dann Dunja, worüber diskutieren wir? Aha. Dann KF, ich nehme Medizin, weil ich Herzprobleme habe. Oder ein Medikament klingt besser. Dann, wie geht es dir? Dann kommt der nächste hier. Was ist das da? Blablabla. Tierhass schreibt hier, ich bin immer zu Hause, kein Sein weg. Dann Salea schreibt hier, ich stehe jetzt in der Küche und mache einen Salat. Dann Shahin, ich würde eine Tasse Tee trinken. Aha. Dann Lina, guten Abend, hallo. Und was braucht man Geduld? Danke dir, was ist das da? Hier, Davut schreibt hier, ich habe mich zu ihm gesellt. Dann Ronaldo, hallo, servus, hallo, guten Abend, wie geht's? Dann geht's weiter. Was ist das nächste hier? Ich habe den Termin auf 12 Uhr verschoben. Ja, könnt ihr mal bitte ein Like geben, das wäre super. Dann tausendmal Dankeschön. Ja, kein Problem, alles gut, Leute. Dann Lena, Herr Alex, das Internet war schlecht und ist wiederholt, was bedeutet gefördert, supported, Lina, support, helfen, wie helfen, aha, unterstützen. Dann hier, ich gehe morgen zur Post, dann Mariam, danke, dann kommt das nächste Kikil, ich komme aus der Türkei, aus Izmir, in der Türkei. Okay, wenn du es umdrehst, kannst du auch in benutzen. Dann das nächste.
Ich gehe vor die Tür, ich bin vor der Tür. Also wenn mein Internet weg ist, wir machen einen zweiten Chat, okay? Weil das ist ein bisschen blöd im Moment. Dann, Herr Lehrer, Sie sind echt ein Gottesgeschenk, ein Geschenk Gottes. Dankeschön. Dann, das ist von mir. Aha. Dann kommt als nächstes Songül. Kekil, was? Ja, Izmir. Was? Ich lebe in Izmir. Oh, cool, alle kommen aus der gleichen Stadt. Ja, wie cool ist das? Dann, Mille, danke. Mir geht es gut. Dann, Abraham schreibt hier, da war ich auch schon mal. Super schön, aber super heiß. Dann, hallo, mein Name ist Abraham, ich komme aus Eritrea, ich bin eine Verwandte von Mologeta. Oh, hallo, servus, ja, ja, ich kenne Mologeta. Das ist ja cool, willkommen hier. Dann, hier, bitte vergessen Sie das Like nicht. Ja, genau, könnte man ein Like machen, dann kriegt man vielleicht noch 100 zusammen. Aha, dankeschön, okay, dann ist alles gut. Dann kommt Sana, hallo, servus, Semi, lieber Alex, du bist sehr ehrlich, Sie sind sehr wertvoll für uns. Dankeschön. Dann LMK, hallo, ich gehe um 8 Uhr in die Schule. Genau, was bedeutet unerträglich, unsupportable, Lina? Dann, was bedeutet beanstanden? Das ist wie kritisieren, Saido. Ah, das ist schlecht und so weiter. Dann, wenn ich Geld hätte, Komma, würde ich ein Auto kaufen. Dann vielen Dank für alle, für alles, Semi, kein Problem, alles gut. Passt schon. Dann das Nächste. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Dann Kekel, okay, was ist das? Dankeschön. Aha. Dann Bartek, ist wieder weg. Dann Saido, was bedeutet genau ordnungswidrig verboten? Aha. Dann Rina, können Sie bitte langsamer sprechen? Nee, weil dann kann ich nicht alle lesen. Sorry, Rina, geht nicht. Dann Davut, was bedeutet zur Einsicht bringen? Also erklären, dass jemand etwas falsch gemacht hat. Dann, ich kann nicht morgen zur Arbeit gehen. Morgen kann ich nicht zur Arbeit gehen, bla bla bla. Dann, ich soll jeden Tag um 9 Uhr aufstehen. Aufstehen, ein Wort und ohne GE. Dann geht es weiter, Bartek. Die Kanzlerin gab an, dass der Staat von nun an monatlich an jeden Bürger einfach Geld verteilen wird und niemand wird die Verteilung in die Röhre gucken müssen. Das glaubst du doch selber nicht, oder? Ausgegeben wird. Was? Ja, ja, alles klar. Träum mal weiter. Leer ausgehen muss. Dass niemand leer ausgehen muss, Bartek. Da muss ein Muss hinten dran. Wegen dem Das. Dann, ich fahre ins Krankenhaus. Hallo, Olga. Dankeschön. Lehrer schreibst du so. Lehrer, Olga, so schreiben. Dann, kommt der nächste, ich gehe die Treppe mit meinem Freund hinauf oder hinunter zum Bahnhof, dann Munir. Entweder stellen wir den Blumenstrauß neben das Fenster oder wir verlassen, wir lassen ihn auf dem Schrank. Ja, genau, das ist perfekt. Aha. Dann, was bedeutet unerträglich? Unsupportable, Lina. Also so, oh, das ist zu viel für mich. Aha. Dann, verstanden, Lina? Did you get it? It's like unsupportable when you can't bear it anymore. Dann, Mariam schreibt hier, die Prüfung schreibe ich vorzugsweise in der Prüfung, Mariam, in der Prüfung. Ja, Beschwerde ist immer gut. Dann, ich gehe übermorgen zum Arzt, weil ich einen Termin habe. Dann, Ilja, hallo, servus. Ich wünsche Ihnen von Gottes Herzen Segen. Ja, danke schön. Dann, Alex schreibt hier auch, hallo, servus. Dann geht's weiter. Ich gehe zum Saturn, oder? Wahrscheinlich. Dann kommt das nächste. Hier, hier. Ich komme aus der Stadt, aus der Türkei. Ich wohne in der Stadt Adana. Aha, okay, alles klar. Dann Dorentina, hallo. Genau. Gehverzerr, Wahrzeichen. Was? Wahrzeichen habe ich nicht ganz verstanden. Sag's nochmal. Dann das nächste hier. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, richtig. Aha. Wie dich selbst, wie dich selbst. Aha. Dann abgeben kommt mit Akkusativ. Was? Ich gebe es ab. Ja, ja, mit Akkusativ. Ich gebe es ab. Mhm. Dann Melissa. Hi. Ah, okay, das ist deine Cousine. Ah, super, hallo. Dann das Nächste. Hallo, Habibi. Hallo, Tina. So, dann geht's weiter. Marcel, sei nicht sauer auf mich, weil ich weniger oft schreibe, aber ich bin hier, um dir zuzuhören. Marcel, kein Problem. Da schreiben ganz viele Leute. Alles gut.
dann hier kommt er aus Indien. Aha, genau. Also Leute, wenn mein Internet plötzlich weg ist, so wie in den letzten Tagen, wir machen einen neuen Chat, keine Panik. Dann Tatjana, wir werden dich sehr vermissen, weil du ein so netter Kollege warst. Aha. Dann Gökçe, er erwirbt sich einen er bewirbt sich auf einen Praktikumsplatz. Aha. Dann Shahin schreibt hier, was ist das da? Ich habe von Montag bis Freitag meine Töchter zum Kindergarten gebracht. Ich habe gebracht. Aha. Ich habe gebracht. Dann Referenz ist das Thema, das dazugehört. Wie gehört dazu? Dann Rina, ich. Aha. Dann LMK schreibt hier, ich komme aus Griechenland, aber jetzt lebe ich in Deutschland. Seit 4 Monaten lerne ich Deutsch. Lerne ich Deutsch. Hallo, Sabadi Krab. Hallo. Dann mein Mann wohnt in Österreich, weil er dort arbeitet. Wohnt in Österreich. Aha. Dann Sikander, hallo. Und, oh, Arif ist auch da. Hallo, hallo. Dann Davut, lass es nicht darauf ankommen. Also so, riskiere es nicht, Davut. Oder, nee, wer war das gerade? Nicht riskieren, Davut. Aha. Dann IT-Informatiker, ich gehe zum Arzt. Aha. Ich bin beim Arzt, ich komme vom Arzt. Vom Arzt, ja, perfekt, super. Dann hier, ich hoffe, es geht gut. Ja, alles super, Arif, alles cool. Dann Mariam schreibt hier, was der Kurs ist, unglaublich hilfreich. Liebe Leute, machen Sie bitte alle ein Like. Ja, das wäre super. Könnt ihr mal alle ein Like machen? Das wäre total genial. Aha. Und Savin schreibt mir viele Likes. Alles klar, viele, viele Smileys. Margojata, wo bist du? Vielleicht eingeschlafen, müde geworden. Dann, was ich heiße, Konstantin Ria. Rina, ich komme aus Albanien. Miredita, Rina. Hallo, hallo. Wie geht's? Dann das Nächste. Ich fahre zur Ärztin. Ich bin bei der Ärztin. Ich komme von der Ärztin. Wow, das war ganz viel. Dann das Nächste. Kibra. Ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich dafür. Dann Bulun. Herr Lehrer, ich komme aus Sapa. Oh Gott, wo ist das? Satapun. Ah, cool. Super. Wo ist das? Satapun ist Nord oder Süd? Wo ist denn das in Thailand? Ost? West? Wo ist denn das? Dann hier, Jadankra schreibt hier, hallo, ich bin Jadranka, hallo, ich komme aus Kroatien. Aha. Ich bin schon 5 Jahre in Deutschland, ich lerne jeden Tag Deutsch, aha, aber ich kann nicht sprechen. Du musst Freunde finden. Oh, hallo, Luci, servus, wie geht's? Guten Abend. Dann, hi, wie geht es Ihnen? Ja, alles super. Dann geht's weiter. Mhm. Dann Sana schreibt hier, was ist das da? Guten Abend, Arife, genau. Dann, ich bin neu hier, ich komme aus Gambia. Hallo Sana, ich möchte mein Deutsch verbessern. Ja, dann mach das mal mit uns, kein Problem. Alles gut, willkommen. Dann, welcome hier. Dann Bulun, genau, Phuket. Ah, okay, neben Phuket. Okay, alles cool. Ja, ich kenne das. Aber ich war nicht so viel auf Phuket, sondern mehr Koh Samui, die andere Seite. Und oben in Koh Chang. Dann das Nächste. Dann Abraham, Mologeta empfiehlt mir, dass ich mit Ihnen im Internet lerne. Ja, willkommen, Abraham. Einfach mitmachen. Dann Lina. Herr Alex, mit welchem Alter darf man sich bei der Polizei bewerben? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Minimum 18. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du musst nachfragen. Mhm. Wenn man zweisprachig ist, Lina, dann ist es besser. Dann kann man vielleicht so... Ich weiß nicht, in Bayern gibt es so einen Bonus für Leute, die eine zweite Muttersprache haben, habe ich gehört. Das ist immer ein Vorteil, etwas mehr zu können. Dann Munir, wegen der Arbeit kann ich leider so langsam mit dem Deutsch vorwärts kommen. Wegen der Arbeit komme ich leider mit dem Deutsch nur langsam voran. Mit dem Deutsch nur langsam vorankommen. Voran, Munir, vorankommen, vorankommen, klingt besser. Vorwärtskommen ist komisch. Vorwärtskommen klingt wie Autofahren. Dann, ich werde morgen ein Grammatikbuch kaufen. Aha. Dann kauf mal EM, das ist gut, Mariam. EM ist sehr gut für, also ich bekomme kein Geld dafür, aber das funktioniert, da versteht man gut. Leute, wenn irgendwann der Chat unterbrochen wird durch mein blödes Internet, dann machen wir gleich weiter. Dann, Bartek, natürlich, ich glaube selber nicht daran. Das war nur ein Beispiel, um Deutsch zu üben.
Denn so eine Vorgehensweise würde jeden Staat sowohl wirtschaftlich als auch ökonomisch aus der Bahn schmeißen, wahrscheinlich. Genau, sowas zerstören, richtig. Wirtschaftlich heißt ökonomisch. Wirtschaftlich und sozial, wenn du schon dieses übliche Blabla haben willst. Dann letzten Samstag mit meinem Mann, bin ich mit meinem Mann nach Winterberg gefahren. Dann Vedat hier. Hallo, ich komme aus Bosnien und ich bin schon ein Jahr in Deutschland. Ich kann wegen Ihren Videos richtig gut Deutsch sprechen. Oh, cool, Vedat, das freut mich. Ja, willkommen hier. Das ist sehr cool, super nett. Das heißt, du hast viele, viele von den Videos angeguckt. Sehr cool, danke. Dann das nächste, Moanat schreibt hier, hallo, wie geht es Ihnen? Ja, super. Dann Magujata, ja, Songül, ich habe es gesehen. Dann Habibi, ich habe mich für eine Vier-Zimmer-Wohnung interessiert oder ich interessiere mich für die Vier-Zimmer-Wohnung, ist besser. Ich interessiere mich für, ist besser. Oder ich habe an Blabla Interesse. Dann hallo Lehrer, hallo, servus, hallo Luan. Dann geht's weiter. Hier, er kommt aus dem Irak, aber er fährt nächsten Monat in den Irak. Danach nimmt er den Zug nach Syrien. Genau, perfekt, super. Dann geht's weiter hier. Was ist das da? Heute kann ich nicht lachen, weil ich nicht darf. Okay, weil ich nicht zu ihr darf. Aha, alles gut. Dann kommt der nächste hier, Morgujata. Ihr Lächeln ist echt ansteckend. Ja? Dann Susanne. Meines oder was? Dann, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich die deutsche Sprache lernen muss. Deutsche Sprache, deutsche Sprache. Dann Mariam, wow, was ist das da? Herr Lehrer, machen Sie mal Privatunterricht, wenn ich mal Zeit habe. Aber meistens habe ich immer keine Zeit für sowas. Dann, ich schreibe mal irgendwann. Dann, ich fahre ins Kino, ich gehe ins Kino, nee, nicht ans Kino, ins Kino. Dann, ich bin im Kino, ich komme gerade vom Kino oder aus dem Kino. Aha. Dann Ismail schreibt hier, hallo, guten Abend, mein Lehrer. Aha, schreiben, aber Sie haben meinen nicht gelesen. Ismail, doch, ich habe versucht zu lesen, aber manchmal geht das zu schnell, ich kann nicht alle lesen. Dann, was bedeutet Prinzip? Also, das ist wie ein Plan, Mohanad. Dann Davut schreibt hier, mir fällt es schwer, die Frauen, die ich nicht kenne, anzusprechen. Aha. Ja, das ist ein bisschen schüchtern. Na. Dann, was ist Disziplin? Du machst so, nicht anders. Dann Megos schreibt hier, ich habe eine Frage, mein Lehrer, bis wie viele Jahre alt kann man Krankenpflege? Ah, das kannst du immer machen, Megos, kein Problem. Wie alt bist du denn eigentlich? Also normalerweise, das ist, glaube ich, kein großes Problem. Man braucht immer Krankenpfleger in Deutschland. Das ist kein Problem, denke ich mal. Dann, was ist das da? Schreibt nochmal einen anderen Satz. Einen anderen Satz, Songül. Anderen Satz. Dann Loan. Heute Abend sind wir ins Restaurant gegangen. Dann hier. Sie fliegt in die Schweiz. Und DL schreibt hier. Was ist das da? Hallo, hallo. Schönen Abend. Servus. Dann, ich habe Interesse. Ich habe Interesse am Lernen. Am Interesse haben an. Dann, was ist denn das da? Deutschland. 1000 Mal. Okay. Dann, ich fahre in die Schweiz. Dann geht es hier weiter. Ich entschuldige mich bei...